Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dark Parables Rapunzels Gesang. Wir versuchen jetzt irgendwie den Golem niederzustrecken. Und mal gucken, wie es weitergeht. Amethyst Armband. Adamanthammer. Zu 100% falsch ausgesprochen, aber es ist mir wurscht, also ja. Lebt damit. Bin mir nicht sicher, ob das Adamant heißt oder. Ich habe keine Ahnung. Hört sich auf jeden Fall sehr seltsam an und nicht richtig, also. Noch so ein kleines Ding, noch so ein rotes Ding und noch so ein gebogenes Ding. Ich habe keine Ahnung, wo das sein könnte. Okay, auffälliger ging es nicht. Nur noch dieses rote Teil da, dann hätten wir das auch schon. Perfekt. Granat. Granatarmband. Okay. Perfekt, dann hätten wir schon. Cool, dass sie uns das jetzt gezeigt hat.
Gut, jetzt muss ich nur noch die Armbrust wieder finden. Ja, war ja leichter als gedacht, ne? Gut, jetzt können wir da rein. Ab zurück in den Turm. Uhu. Das Juwel der Besonnenheit versiegelt die öffentliche Gabe eines Hüters. Long ago, two rival clans inhabited a piece of land together. Under the goddess Flora's patronage, one clan thrived, while the young chief of the weaker clan saw the end of his people draw near. Vor langer Zeit gab es einmal zwei verfeindete Sippen, die in einem Land lebten. Den Verweisungen der Göttin Flora folgend ging es der einen gut, während der jungen Häuptling der anderen Sippe das baldige Ende seines Leutes befürchtete. He decided to implore the goddess, overcoming harsh trials in his quest. Touched by his sincerity and determination, the goddess gave the man three artifacts: a sword, a mirror and a jewel. Er flehte die Göttin an und bestand viele Proben. Von seiner Aufrichtigkeit und seinem Mut beeindruckt, schenkte die Göttin dem Mann drei Artefakte: ein Schwert, ein Spiegel, ein Juwel. The goddess told him to use the artifacts if he was determined to change the destiny of his clan. But she warned him that the price would be steep for disrupting the fates. Sie wies ihn an, diese Artefakte zu nutzen, um das Schicksal seiner Sippe umzukehren. Doch sie warnte ihn, dass ein solcher Eingriff in das Schicksal auch schlimme Folgen haben könnte. After a long, drawn-out battle with the artifacts in hand, the chief was victorious. But in the midst of it all, he had also lost his family, his lover, and too many of his people. Nach einer langen, ermüdeten Schlacht konnte der junge Häuptling endlich den Sieg davontragen. Zu seinem Entsetzen musste er jedoch erkennen, dass seine gesamte Familie und viele seiner Sippe umgekommen waren. He now understood the goddess's warning. Though their destiny had changed, the cost that had been paid was too dear. With a solemn heart, he joined the two clans together, crowning himself king. Nun verstand er die Warnung der Göttin. Sein Schicksal hatte sich gewendet, doch der Preis war zu hoch gewesen. Gebrochenen Herzens ließ er sich zum König beider Sippe krönen, um sie zu vereinen. The king lived on to become a wise ruler. He sealed the artifacts, turning over their guardianship and history to his heir before he died. So goes the tale of the first King of Floralia. Zeit seines Lebens war er ein weiser und gütiger Herrscher. Die Artefakte der Göttin versiegelte er in einem geheimen Raum und trug seinem Erben auf, diese nach seinem Tod zu hüten. Dies ist die Geschichte der ersten Königs von Floralia. Floras Ring wird nur einem Artefakt offenbart. Triff einen deine Wahl. Das Schwert der Macht durchtrennt Halm und Baum und verhindert ihre Wiederkehr bis in alle Ewigkeit. Der Spiegel der Umkehr, ein Spiegel, der die Kräfte des Hüters stärkt und den Gegner schwächt. Das geht nicht, okay. Dann gehen wir mal nach oben. Rapunzel reagiert nicht, kann sie nicht. Okay. Dann gehen wir wieder runter. Floras Ring. Ja.
Ist da jemand? Achso, Gerda. Voll vergessen, dass sie noch existiert. I knew you'd find me, Detective. That must. Hab die voll vergessen. Okay. I don't think I'll be much help, so I won't get in the way. Okay. Dämonischer Griff. Okay. Nutze die Falltasten und ordne die Symbole dem richtigen Hintergrund an. So. So. Da, bla, bla, bla. Mond und Sterne, Maske, Maske, dann ist sie ja keine Ahnung und keine Ahnung. Vielleicht geht sich das jetzt hauptsächlich nur darum, erstmal also aus dem Hintergrund des Wuchs oder Feuer und Schnee. Okay, was muss dahin? Dann muss das Gestrüpp dahin und das dann. So, okay. War das jetzt die richtige? Ja, scheinbar, ne? Also ein großer Hinweis gibt's ja nicht. Schiebe alle Symbole an die richtige Stelle. Kann ich die nicht drehen? Oh Gott. Ah, okay, man kann sie doch drehen. Okay.
bisschen gedauert, aber okay. Gut, dann brauchen wir ein Abstechungsmanöver. It's too late. All you can do is watch as I destroy the world. But don't worry, we'll be saving you for last. Detective, now's your chance. We must end this now. You, the Fire Prince. How dare you? I won't let you take Rapunzel away from me. I know this is not your doing. If only I had been by your side. What? Ross? All these years, I've watched people perish before my eyes. And there was nothing I could do to stop it. But not you too. Not you. Is this what you want, Bella? All this pain and death? No! No, I thought! I don't want to be alone! Then this must stop. My poor sister, I love you. I will always be by your side. You have nothing to be afraid of. This sword will destroy the rest of the flowers. It's all over now, Detective. The world is safe from the pollen. I'm going to be fine. With Rapunzel's help, I'll be able to cure the poison. My sister is in such a fragile state. I fear the Nightbloom will appear again if she doesn't learn how to control her powers. Ross and I will take her to a secluded place where she can recover and truly be at peace. Thank you, Detective. Thank you, Detective. Und das war's mit Dark Parable 7, Rapunzels Gesang. Ich lasse den Abspann mal ein bisschen durchlaufen. Wie gesagt, ich habe ja zwischendurch mein Feedback schon abgegeben, dass ich das eigentlich ziemlich gut finde, dass die alle Teile irgendwie mit einbeziehen, auch wenn es nur ist, aber genau. Ja, wie gesagt, ich lasse den Abspann durchlaufen, gucke das auch bis zum Ende, weil am Ende gibt es immer den Teaser auf den nächsten Teil und wir sehen uns dann. Danke fürs Zuschauen. Haut rein. Wir sehen uns im nächsten Let's Play.